einen höheren Schwierigkeitsgrad. Das ist ja nichts mehr. Ich bin einfach zu stark geworden. Also mit den Skills. Dein Geschenk an sie. Den Tod. Sieh nur hin. Erinnerst du dich an ihre Schreien? Lastet es auf dir? All das Elend, das du verursacht hast? Wenn du deine Tiere so liebst, dann schick sie nicht in den Tod. Du störst die natürliche Ordnung. Und deshalb bist du unnatürlich. Es wird mir eine Freude sein, die Ordnung wiederherzustellen. Und dich zu Staub zu zerteilen. Mal sehen, wie weit man dich treiben kann. Hey! Seh dich! Höh! Alter! Was? Wieso unsichtbar? Willst du mich? Alter, ich treffe den einfach nicht, was? Okay, ich nehme das mit dem Schwierigkeitsgrad zurück. Alter, der hat mich mit einem Pfeil fast getötet. Noch nicht mal angreifen, weil er so nervt. Ja, toll, das war's. Das war's. Ich habe keine Chance. Jetzt kommt doch noch ein Söldner. Das war aber... War er das? Na, natürlich. Klar. Warum nicht, ne? Okay, ich nehme es mit dem Schwierigkeitsgrad zurück. Der Gegner hat was drauf. Wow. So ein richtiger... Ich weiß nicht. Gegen den... Ich sehe den kaum und der weicht auch meinen Schüssen so perfekt aus. Warte mal, er weicht meinen Schüssen aus. Vielleicht sollte ich mal näher ran und ihn angreifen. Aber ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist. Den anzugreifen. Oh nein, muss ich nicht seine Lakaien wieder töten oder... Bitte lass mich bei seinem Kampf starten. Ja, das Spiel ist doch human. Sieh dein Geschenk. Sie lastet es. Wenn du... Du bist... Wo ist der? Ach, ich hasse das! Haut noch Knochen. Jetzt kommt schon wieder dieser Pisser. Wo ist der hin? Ich muss ihn aufspüren. Vielleicht hat Ikaros mehr Glück dabei, den Jäger aufzuspüren. Ja, Ruhe in Frieden. Kopfgeld erstmal bezahlen, weil
Ich will. Ich will nicht gegen irgendwen kämpfen, der mich dann nervt. Ach ja, ich kann übrigens das hier machen. Man muss aber nur wissen, wie. Ich finde dich, Jäger. Oh nein, ernsthaft. Sie vergiftet. Der Orden tötet Hunderte, um euch daran zu hindern. Ach so, ich muss hier rein. Ich dachte, er ist verletzt. Wo schickt er mich jetzt hin? Doch bitte, lass mich nicht in sowas kämpfen. Willst du mich verarschen, Jäger? Stinkt es. Tief. Komm, Cassandra! Ach komm, das ist doch jetzt. Oh Gott! Wow. Er hat mich one-hitted. Ernsthaft? Tatsache, das war One-Hit. Wow. Wow. Okay, so gefällt mir schon eher. Jetzt ist es herausfordernd. Da meckert man einmal am Schwierigkeitsgrad, dass die Gegner auf einmal doch so luschig sind. One-hitten sie. Okay. Ich überlege, ob ich eine andere Waffe mir ausrüsten soll. Weil Axt scheiße ist gegen den. Zu langsam. Dörfer verbrannt, sie vergiftet. Der Orden tötet Hunderte, um euch daran zu hindern, Tausende zu töten. Wow. Das macht's nicht besser, Junge. Hier könnte der Jäger durchgeschlüpft sein. Das Problem ist, er hat Wölfe. Warum hat er Wölfe? Das ist doch scheiße. Und dann auch noch ein Fernkämpfer. Monster!
Verdammt! Sorry. Sah gut aus, aber Schwierigkeitsgrad ist halt nicht gerade einfach. Aha. Ah, wenn er wenigstens alleine kämpfen würde. Ganz ehrlich, ich hasse Trash-Mobs. Das ist das Dümmste, was es in einem Spiel gibt. Ich kämpfe nicht alleine, ich habe meine Freunde. Und dann schieße ich aus der Entfernung, weil es Spaß macht. Du hast ganze Dörfer verbrannt. Ich kann mich nicht auf mehrere Gegner konzentrieren und wenn ich dann mit ein, zwei Schüssen tot bin, ist scheiße. Spalt in der Wand. Hier könnte der Jäger durchgeschlüpft. Habe ich nicht noch eine bessere Waffe, außer Feuer? Ich guck jetzt. Ist mir egal. Nein, das ist. Rüstungsdurchschlagen? Nein. Nee. Ich weiß nicht. So. Obwohl, kann ich hier noch speichern? Warte, kann ich das? Kann ich das? Kann ich das? Ja. Jetzt brauchen wir nur runterspringen und dann. Wo ist er hin? Du bist eine Kreatur des Chaos, Cassandra. Was du willst. Nein! So, Jäger, ich hab deine Wölfe erledigt. Wo bist du? Ich hab einen Pfeil in der Schulter. Jetzt komm. Backt der hier irgendwo rum?
sollte ja der Bug darum. Okay, das war's. Es ist vorbei, Jäger. Das glaubst du also? Beeindruckend. Hab's mir leicht gemacht. Artabanos. Der Verräter persönlich. Dann bist du also Artabanos. Pack dir es. Nach allem, was du dieser Familie angetan hast, wie fühlt es sich an, dass sie dich jetzt sterben sieht? Das hat Artabanos dir erzählt. Er fing damit an. Wovon redet er? Wir vertrauten ihm. Liebten ihn. Wir waren wie Brüder. Doch er richtete sein Schwert gegen uns. Hast du den Preis nicht bedacht? Sie wären am Leben. Deine Mutter, deine Geschwister... Er hätte sie auch selbst töten können. Dareios, du hast einiges zu erklären. Cassandra! Du verbirgst etwas. Sprich. Ja, Dareios. Erzähl von unserem Versprechen. Persien zu schützen. Unsere Kinder. Ihre Zukunft. Doch. Warum? Warum hast du uns dann verraten? Um das Versprechen zu halten. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit über Artabanos, den Beschützer Persiens, erfährst. Wir täuschen einen Frontalangriff auf den Konvoi vor, um so Xerxes Streitkräfte wegzulocken. So bekommst du eine Chance. Xerxes wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Morgen stirbt der Tyrann des Ordens. Und Persien ist wieder sicher. Es wird immer Tyrannen geben. Und wir werden immer da sein, um sie aufzuhalten. König Xerxes war tot, doch sein Sohn führte sein Vermächtnis fort. Der neue König muss sterben, Amorges. Wir können nicht alle unsere Probleme töten. Artaxerxes ist jetzt König.
Sein Vater und dessen Vater waren Marionetten des Ordens. Beim Orden dürfen wir kein Risiko eingehen. Was, wenn der Orden nicht unser Feind ist? Sie sind mächtig. Wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, können wir Persien vielleicht besser beschützen. Artaxerxes stirbt. Wie jeder, der mit dem Orden im Bunde ist. Wie ich vermutet habe. Ich kann dich nicht hineinlassen, Artabanos. Sie kamen zu dir? Nein. Ich ging zu ihnen. Dieser König hat nichts getan. Noch nicht. Wachen! Verräter! Amorges schloss sich dem Orden der Ältesten an. Von jenem Tag an brachte er den Jäger dazu, uns und die Verdorbenen zu vernichten. Mein engster Freund, der so vieles mit mir durchstand, den Krieg. Deine Geburt. Als er die Wachen rief, hat er unsere Familie verdammt. Du hast uns verdammt, als du dein Schwert gegen den Orden gezogen hast. Denkst du überhaupt je an die, die du getötet hast? Mutter, meine Brüder und Schwestern? Mich? Mein Sohn. Ich denke an nichts anderes. Paktiers Tod wird ein Fanal für den Orden sein. Amorges und all sein Zorn werden Makedonien treffen. Vater, wir können nicht bleiben. Ich packe alles zusammen. Geh. Ich muss einen alten Freund begraben. Oder ist das derjenige, den wir gesucht haben? Ah, das ist er. Yo. Ah, und ich wollte den die ganze Zeit suchen, aber dabei ist es die Nummer 3. Sehe ich das richtig? Nee, Quatsch. Das ist doch der gewesen. Ach, jetzt habe ich... Aber der fehlt doch. Stimmt, der fehlt. Ich war gerade verwirrt, weil Ältestenhinweis gefunden. Und der Ältestenhinweis ging auf Timosa, deswegen war ich etwas, oder? Ja, kein Plan. Ja, warum steht da Level 31, bitte was? Diese Identität fehlt noch. Wer ist es?
denke mal, den suche ich jetzt noch.